Verletzungszeit. Natürlich sind Verletzungen nie schön. Also es waren, glaube ich, im Endeffekt 3-4 Monate, wo ich dann die Reha auch gemacht habe. Aber es war nicht immer schlecht. Also klar sind Verletzungen scheiße, aber da kann man auch drüber stehen. Aber jetzt bin ich ja zum Glück wieder fit. Ich bin seit einer Woche wieder im Training mit der Mannschaft. Und ja, es fühlt sich auf jeden Fall super an, jetzt nach der langen Zeit auf jeden Fall wieder dabei zu sein. Das ist mega. Und ja, ich hoffe auch, dass ich so schnell wie möglich wieder mit der Mannschaft dabei bin. Und ja, das muss auch mein Ziel sein. Ja, zum neuen Trainerteam. Ich denke, Sandro und Falke kenne ich schon eine Zeit lang. Ich habe mit Falke noch zusammengespielt und ja, sie sind auch abseits vom Platz sehr korrekt. Ich denke, mit Sandro haben wir jetzt einen Trainer, der variabler ist in verschiedenen Taktiken. Und ja, ich denke, das kommt auch soweit gut in der Mannschaft an. Mit den Jan Moritz haben wir auch einen, der zwar ein bisschen ruhiger ist, aber auch sehr großes taktisches Verständnis hat. Und ja, ich denke, die Mischung ist auf jeden Fall sehr gut. Und ja, jetzt heißt es erstmal abwarten, wie die nächsten Spiele laufen. Aber ich denke auf jeden Fall, das funktioniert. Die Mannschaft ist auf jeden Fall genauso homogen wie letztes Jahr auch. Wir haben ein paar neue Spieler geholt, aber die passen sehr gut rein. Ja, man kann allgemein sagen, wir sind auf jeden Fall breiter im Kader geworden. Das sieht man auch hier jede Woche in der Aufstellung. Und ja, ich denke, so wird das auf jeden Fall in Zukunft auch gut funktionieren. Und mit der Breite ist der Konkurrenzkampf da, und das merkt man auch jedes Mal im Training. Jetzt die Woche, wo ich mittrainiere, ist auf jeden Fall Stimmung da. Es knallt ab und zu, das ist super. Und so muss es auch sein. Meinen persönlichen Platz sehe ich auf jeden Fall wieder in der Innenverteidigung, ob das jetzt in der Viererkette oder in der Dreier-Fünfer-Kette bei uns ist. Und ja, da gilt es jetzt bei mir, Gas zu geben, wieder den Stammplatz zu suchen und den dann auch festzuhalten. Aber ja, ich weiß, dass es nicht einfach ist. Die Jungs hinten machen gerade einen guten Job. Und ja, das heißt für mich, mich ranhalten und schauen, dass man bald wieder spielt. Der etwas holprige Saisonstart, ich denke, so holprig war er gar nicht. Wir hatten vielleicht 2 bis 3 etwas schlechtere Halbzeiten, aber das reicht halt schon, um Spiele zu verlieren. Wir haben jetzt 6 Punkte und ja, wir haben jetzt Wolfsburg, wo natürlich jeder motiviert ist. Wir spielen gegen einen alten Trainer. Da will jeder zeigen nochmal, was er drauf hat. Und ja, ich denke, wir können in Wolfsburg auf jeden Fall was holen. Und die Mannschaft ist hoch motiviert. Und ja, wenn wir da gewinnen, haben wir 9 Punkte und dann redet keiner mehr von einem holprigen Saisonstart. Und dafür sind wir auf jeden Fall bereit und ja, wir geben Gas am Samstag. Ja, zur Saison 17-18, ich denke, das vorrangige Ziel für uns ist der Klassenerhalt. Das war es letztes Jahr genauso und das Jahr davor auch. Ja, wenn mehr dabei rausspringt, ist es natürlich auch gut. Wir haben vor 2 Jahren geschafft, die Euroleague-Quali nach der Saison zu haben, und das war dann auch super. Das war eine prägende Zeit. Wir sind mal quer durch Europa gereist und war eine coole Erfahrung auf jeden Fall. Und klar kann man sich das auch als Ziel setzen, da wieder reinzukommen, weil es viel Spaß gemacht hat, auch mal auf einer größeren Plattform zu spielen. Und ja, für mich persönlich muss das Ziel sein, jetzt ja, wieder reinzukommen. Ich muss versuchen, meinen Stammplatz wieder zurückzuerobern und ja, dann wieder über Spielpraxis wieder zur alten Form zu kommen. Und ja, ich denke, das werde ich auch schaffen. Die Stadt Mainz ist auf jeden Fall eine sehr sympathische Stadt. Ich habe mich da vom ersten Tag an wohlgefühlt. Ja, es ist einfach so ein Geborgenheitsgefühl, was man da hat. Ich bin jetzt meine 4. Saison hier und ja, man hat schon alles miterlebt. Man kriegt die Weinfeste mit, man kriegt die Fasnacht mit. Das ist auf jeden Fall eine Zeit, wo man mitnehmen muss, gerade wenn man in Mainz wohnt. Und die Leute sind alle super happy und ja, das ist einfach ein schönes Gefühl. Und
Ja, ich fühle mich auch wohl. Ich ziehe jetzt gerade zum dritten Mal um in Mainz und ja, es gibt einfach so viele schöne Orte hier, wo man Zeit verbringen kann, gerade in den Sommerzeiten, wenn man rund um den Rhein irgendein Plätzchen findet oder jetzt gerade auch, wenn man in die Stadt geht, in der Altstadt, am Dom, einen Kaffee trinkt oder sowas, ist auf jeden Fall super und ja, man kann das Leben auf jeden Fall hier genießen. Sunnyboy-Image, ja. Ja, ist natürlich schön, sowas zu hören. Ich weiß nicht, ob es positiv ist. Aber ich nehme es mal so auf. Ja, natürlich achtet man ein bisschen auf sein Äußeres, aber ja, wusste ich jetzt nicht, dass ich das Image habe, nehme ich natürlich gern auf. Und ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt ändern soll oder nicht. Ich belasse es mal dabei.